So, Freunde, jetzt wird's happig. Aber hallo. Folgendes. Im letzten Video waren wir zuletzt da oben auf dem Dach und haben den Hubschrauber gelöscht. Da oben irgendwo, oder? Wir sind den Balkon runter, oder? Und dann Dach und dann sind wir ganz runter und haben da im Heizraum den gespeichert und den Schalter betätigt. Dann sind wir wieder rauf und konnten dann da den Hubschrauber löschen und mussten dann da raus. Und da haben wir aufgehört. Und dann habe ich offline weitergespielt, weil wenn man da den Gang, es geht dann nur noch da raus. Und wenn man da weitergeht, kommt dieser sogenannte Türrand. Also nicht Tyrann, sondern Tyrant. Und da eine Errungenschaft, der kam da angetrabt und eine Errungenschaft ist, dem den Hut vom Kopf zu schießen. Das habe ich gemacht, da muss man einfach auf den Hut schießen, dann fliegt der weg und das war die Errungenschaft, fertig. Und da muss man aber abhauen, weil dieser Tyrant, der ist unsterblich, aber man muss ihm den Hut vom Kopf schießen als Errungenschaft, Trophy. Erfolg. Und dann muss man aber abhauen. So, und dann bin ich abgehaut. Und dann habe ich offline noch schnell weitergemacht. Und ich erkläre gleich alles weiter. Jetzt warte, pass Obacht. Und zwar, weil wir haben jetzt den grünen Schlüssel. Und mit dem grünen Schlüssel kann man in den Beobachtungsraum. Da braucht man den grünen Schlüssel und da bin ich schnell in den Beobachtungsraum und habe da diesen Juwel eingesetzt, diesen roten Juwel im Beobachtungsraum. Da ist so ein Kästchen, da setzt man den ein, dann kriegt man diesen USB-Dongle, nennt sich der, also so eine Sheriff-Marke. Jetzt kommt die Kirche. Sheriff-Marke und die muss man umdrehen und hinten ist ein USB-Stick. Das sieht dann zwar immer noch aus wie die Sheriff-Marke, ich kann es dir ja zeigen. Also, den habe ich jetzt aber schon wieder verstaut, weil den brauche ich nicht mehr. Da ist diese Sheriff-Marke, warte. Und wenn man die umdreht und draufdrückt, ist es ein USB-Stick, sieht aber immer noch aus wie die Sheriff-Marke. Und wenn man wieder umdreht, man muss den umdrehen, draufdrücken, dann ist es ein USB-Stick. Also Dongle, also ist ja wurscht. Und, also, nochmal. Den roten Juwel, also mit dem grünen Schlüssel aufsperren, an dem Kästchen den roten Juwel einsetzen, Kästchen aufmachen, dann den Sheriff-Stern rausnehmen, umdrehen, draufdrücken, dann hat man den Sheriff-USB-Stick, dann kann man übers Fenster darüber hüpfen und da drin war noch Kraut oder so, also man kommt, Herzschlüssel haben wir nicht, aber man kommt da rein, von da nicht, aber durchs Fenster hier kann man steigen. Und dann bin ich wieder zurück und dann habe ich hier gespeichert und dann, und ich erkläre es noch gleich noch was, und dann mit dem USB-Stick kann man im zweiten Floor im Stars-Büro, siehst du, jetzt ist das auch schon grau, den USB-Stick am PC einsetzen und dann kann man in der Rüstkammer eine Notiz nehmen und die Magnum nehmen. Hier, Lightning Hawk, Magnum. Dafür gibt es die extra Magnum-Munition. Genau, jetzt haben wir, und wie gesagt, USB-Stick einsetzen im SARS-Büro und dann in der Rüstkammer die Waffe holen und da ist auch nochmal eine Notiz zum Lesen. Und dann bin ich wieder abgehaut und zwar bin ich jetzt hier in der Dunkelkammer stehe ich, weil da ist ein Speicher. Und jetzt pass Obacht. Hörst du diese Fußtritte? Das ist dieser Türrand, der mir jetzt hinterherläuft. Und der läuft mir jetzt ständig hier hinterher und bringt mich um. Und der ist unsterblich. Also den brauchst du gar nicht erst abschießen oder so. Und der läuft jetzt rum. Und hier bin ich anscheinend sicher in der Dunkelkammer. Weil ich hab auch mal hier gleich gespeichert in der Eingangshalle, da kommt der rein. Da rennt er dir hinterher. Also hier kannst du zwar speichern, aber da wirst du nicht lange froh, weil da ist der eine Kollege als Zombie rennt noch rum, falls du ihn nicht, aber der steht da bestimmt wieder auf. Ich kann nicht mehr Pause. Und da kommt noch der Türrand rein. Also ich habe, wie gesagt, den USB-Stick geholt. Dann habe ich mehrmals gespeichert, natürlich so immer so gut wie möglich gespeichert. Dann habe ich oben im Stars-Büro die USB-Stick eingesetzt.
die Mac geholt und dann bin ich wieder runtergelaufen, ganz normal, und habe jetzt hier gespeichert. Und hier bin ich jetzt anscheinend sicher. Aber du hörst ja die Fußtritte. Wenn die jetzt laut sind, dann ist er in der Nähe. Aber hier kommt er anscheinend nicht rein. Hörst du? Das Hemd fasziniert mich. Das sieht so zweidimensional aus, wie aufgemalt, oder? Ist aber, naja, gut. Aber von hier sieht es so zweidimensional aus. Wie eine Tapete. Ja, wurscht. Also, und hier habe ich jetzt gespeichert und hier kommt er anscheinend nicht rein. Jetzt kann man hier das Inventar nochmal ordnen. Also den USB-Stick habe ich wieder rausgetan, diesen Sheriff-Stern, weil den brauchen wir jetzt nicht mehr. Obwohl der jetzt. Ich habe ihn aber wieder mitgenommen, weil. Ich habe ihn aus dem PC wieder rausgenommen. Weil dann war der Stars-Raum nämlich immer noch rot. Also anscheinend muss man den wieder rausnehmen. Wenn man das hat, dann den Stick wieder rausnehmen, sonst ist das noch rot. Keine Ahnung, vielleicht brauchen wir den noch. Ich weiß es nicht, ist auch wurscht. Also, wie gesagt, jetzt rennt uns der Türrand hinterher. Und da hilft nur Flucht ergreifen. Und ja, also wir haben optional die Magnum noch geholt. Und ich habe noch einen Raccoon-Wackelkopf vergessen hier im Büro Westseite. Und auf meiner Homepage laraweb.de habe ich eine extra Lösungsseite für Resident Evil 2 und da habe ich sämtliche Links. Und da habe ich auch einen Links, wo diese Wackelfiguren alle zu finden sind. Und ich müsste jetzt bis jetzt alle haben. Also da im Büro, da oben am Regal, da musst du oben am, da waren doch die Tische. Und da oben am Regal an der Wand, oben steht noch so ein Kollege. Und den habe ich jetzt abgeschossen. Jetzt müsste ich alle haben. Leider sieht man die nicht auf der Karte. Aber und der letzte, den ich jetzt noch kriege, das war mein fünfter jetzt hier. Wie gesagt, auf laraweb.de, es gibt da Leute, die wollen alles kriegen hier. Ist der Link, du kannst natürlich auch googeln, aber der direkte Link dazu, zu der Lösung, wo die sind, ist auf meiner Homepage laraweb.de, Lösung Resident Evil 2, T-Pause. Der nächste Wackelkopf, der mir jetzt fehlt, den ich jetzt noch kriegen kann im Moment, ist im Uhrturm, wo wir jetzt dann hin müssen. Und zwar da in diesem Dead End, in dieser Sackgasse soll der angeblich sein. Und wir müssen sowieso in den Uhrturm rauf, und dann können wir da hinten noch den Wackelkopf abschießen. Wir müssen jetzt in den Uhrturm rauf. So, folgendes. Und zwar brauchen wir dazu, hier ist ja noch der grüne Schlüssel und da ist der Aktenraum und da ist dieser Wagenheber. Und mit dem Wagenheber kann ich jetzt hier endlich, den kann ich jetzt in der Bibliothek einsetzen und da muss ich drei Regale so verschieben, dass ich da oben über die Regale, das ist ja fast wie ein Tomb Raider, dass ich dann oben über die Regale weitergehen kann zum Uhrturm, Clock Tower. Da kann ich dann da oben, weil die Treppe ist kaputt, aber da hier siehst du, da drin fehlen, da muss ich jetzt mit dem Wagenheber drei Regale da reinschieben irgendwie. Und dann kann ich da oben rüber anscheinend und da irgendwie oder so rum, ich weiß es nee, anscheinend, also da müssen drei Regale rein, schätze ich. Und dann kann ich da rauf gehen und dann darüber oder so und dann kann ich irgendwie in den Uhrturm oder also irgendwie kann ich, also ich brauche da drei Regale mit dem Wagenheber und dann komme ich da rein und da ist dann der Wackelkopf. So, also wir müssen erst unten im First Floor, also im Erdgeschoss, Erdgeschoss heißt komischerweise nicht Earth, 0 Floor, sondern 1 Floor bei den Amis. Erdgeschoss, 1 Floor, müssen wir in den Aktenraum. Und da, ich bin jetzt eh in der richtigen Etage. Ich müsste jetzt quasi, da hinten geht es ja nicht durch, da geht es nur in eine Richtung. Ich müsste jetzt raus und da geht es auch nicht durch. Mistkäse. Also ich könnte jetzt entweder wieder durch die Haupthalle gehen und durch den Empfang in den Aktenraum oder ich müsste quasi dadurch und durchs Besprechungszimmer. Jetzt weiß man nicht, was besser ist. Ja. Probieren wir es mal durch die Haupthalle und dann dadurch einen Empfang und den Aktenraum, dann den Ding holen und dann wieder zurück und speichern, oder? Ich habe jetzt gespeichert. Ich habe alles Wichtige dabei erstmal, oder? Platz lassen für den Wagenheber. Braucht er ein oder zwei, weiß ich nicht. Ein Medipack haben wir, den Schlüssel haben wir.
Das Erste-Hilfe-Spray. Bin ich ja gespannt. Das kann jetzt in die Hose gehen. Also hier kommt er anscheinend nicht rein. Der Türrand. Also nochmal, jetzt versuchen wir quasi raus und durchs Büro in die Haupthalle und durch den Empfang in den Aktenraum. Der rennt ja aber hinterher. Und jetzt müssen wir Pech haben, Glück haben, lassen wir da einen Wagenheber finden. Und dann irgendwo speichern und dann müssen wir rauf in die Bibliothek. Dann den Wagenheber. Das Problem ist, dass da drei, vier Zombies sind und der Türrand auch noch und ich muss drei Regale verschieben. Verstehst du? Also das kann dauern, Freunde. Ich mag nicht mehr. Das sind so die Punkte, wo man dann nicht mehr mag. Na gut, also auf los geht's los. Also Eingangshalle. Und nicht nur der Türrand rennt rum, sondern auch die anderen Idioten. Da oben am Schrank, da oben war der Sis-Wackelkopf. Siehst du, man sieht noch den roten Ding hier. Siehst du, da war der Wackelkopf, den ich vergessen hatte. So. Jetzt. Ah, er kommt schon. Er kommt schon. Jetzt kommen die anderen. Ah, ne, jetzt kommt der auch noch. Ich mag nicht mehr. Wenn wir Glück haben. Können wir das Ding nehmen? Ich kann nicht mehr. Kommt der rein? Der andere. Nimm das Ding. Speichern. Klopft der an die Tür oder wie? Bin ich blöd? Was ist denn das? Ah, ne. Jetzt kommen wir. Jetzt sehen wir den mal. Jetzt muss ich. Was war denn da noch? Komme ich nicht raus. Jetzt kommt der andere. Ich kann nicht mehr. Jetzt kommt der andere. Ich kann nicht mehr. Jetzt speichern, Freunde. Du, da steht der Marvin, da kann ich jetzt nicht speichern, weil der Marvin heißt der Marvin. Da steht. Jetzt, wenn ich da den zurückschaffe ins. Oh, ich kann nicht mehr. Da war noch irgendwas. Ja, wir sehen es aber gleich auf der Karte. Was da ist jetzt. Ah, nee, komm her. Da ist der andere Idiot. Jetzt bin ich schon wieder tot hier. Ah, nee. Rein da. Ich kann nicht mehr. Oh, bitte. Hier bin ich sicher. Warnung. Grünes Grad habe ich keins mehr. Komplett. Das macht alles komplett. Also wurscht. Jetzt habe ich den Dreck so. Jetzt muss man gleich nochmal speichern. 17.06. Ich kann nicht mehr. Da jetzt rennt da ein anderer, der Licker, der mit der Zunge. Kann nicht mehr. Jetzt haben wir den Dreckswagenheber. Komm. Na gut. Moment. Jetzt brauche ich nochmal ein Heilkraut. Hier, komm her. Okay. Wagenheber. Jetzt brauchen wir den grünen Schlüssel nicht mehr. Jetzt ist er rot, siehst du, oder? Kann man den da drin lassen. Okay. Wagenheber im Platz 2. Wagenheber. Kann ich mag nicht mehr. Jetzt können wir speichern. Jetzt können wir nochmal speichern. Ich bin gesund. Ist die Katze gesund? Freut sich der Hund. Jetzt speichern wir nochmal drüber da. Also hier bin ich anscheinend sicher. Hast gesehen? Also Friede, Freude, Eierkuchen. Ringelpiez mit anfassen. Hier ist Stimmung angesagt. Ich bleibe jetzt hier. Komm her. Dunkelkammer, da ist das Rotlicht, siehst du? Da ist das Rotlicht. Geht nur bei Rotlicht. Film entwickeln. Erst in. Kommt der? Nee, kommt der jetzt rein? Nee, da gacht's immer so. Nee, der kommt nicht rein. Also erst Film entwickeln, dann den Film da einspannen und dann das Bild belichten, Fotopapier belichten. So wurde früher, das habe ich selber gemacht, das kann ich, das kenne ich. Brauchst halt ein Fotolabor, Dunkelkammer. Okay, Freunde, jetzt mag ich mag nicht mehr. Also wir haben den Dreckswagen hier, gespeichert haben wir.
Gut, jetzt müssen wir den Wagen hier in der Bibliothek einsetzen. Jetzt rennt da draußen noch der andere rum. Bin ich blöd? Ah, oh! Entschuldige. Kommt der hier nicht rein? Ja, das ist schön. Jetzt bleibt er da vorne stehen. Schnellreise gibt es ja nicht mehr. Jetzt rennt er wieder weg, oder? Also sage ich da nicht rein. Jetzt geht er da vor. Oder? Akustische Ortung. Kann man den nicht auf der Karte sehen? Hier, komm her. Also, jetzt müssen wir in die Eingangshalle. Oder wir könnten auch hier rauf, oder? In den Second Floor. Nee, oh, da komme ich nicht. Bibliothek, da komme ich jetzt nur so rein. Oder? Und ich muss dann da den Wagenheber einsetzen. Ach du Scheiße. Entschuldigung. Also ich muss in den Eingang, weil ich komme dann nur da vorne rein, oder? Was sagt meine Dreckslösung? Ich kann nicht mehr. Nun geht es zurück in die Bibliothek. Ja, wie denn? Wo ihr den Hebel mit dem Wagenheber kombiniert. Ihr müsst nicht nur diese, sondern auch die zwei Regale links davon vollständig nach rechts wuchten. Also dass die da oben die Lücke füllen. Drei Regale. Vier. Ich habe hier ein Bild. Das sind vier Regale. Warte. Nicht nur diese, sondern auch die zwei. Zwei. Aber auf dem Bild sind vier Regale. Ach so, eins steht vielleicht schon, oder wie? Oh, warte, ich mach. Speiert Hummer. Ich lade mir jetzt einen Trainer runter. Mhm. Ich mag, ja, ich spiele ohne Trainer, ist klar. Ist nicht klar, aber. Kaffeepause. Gleich geht's weiter. Du kannst auch Kaffee trinken. Ich muss nur eine Teetasse wechseln. Jetzt kommt die Kirche wieder. Ja. So, Freunde, komm nicht mehr. Mhm. Also, wir müssen in die Haupthalle zurück, dann die Treppe rauf, dann durch die Tür durch, dann den Wagenheber einsetzen und dann könnten wir vielleicht schon mal wieder speichern. Ist so die Tür jetzt auf? Komm nicht mehr. So ist sie. Ach nee, entschuldige, ach, ich bin blöd, das ist... Speichert haben wir, also wir müssen in die... Eingangshalle, dann die Treppe rauf, dann da rein, dann den Wagenheber einsetzen und hier oben ist kein Speicher, gell? Hier oben ist keiner. Oh, warte. Arbeitsaktenraum. Achso, ja, da wäre jetzt noch ein Schießpulver gewesen und da hinten wäre auch noch. Aber der Wagenheber erstmal. Na gut. Ach komm. Jetzt rennt aber das andere Vieh auch noch rum. Ah komm. Jetzt rennt das andere Vieh auch noch rum. Komm her. Ah! Hey! Du. Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Da kommt er jetzt aber nicht, oder? Mhm. Ich mag nicht mehr. Jetzt müssen wir da drin. Jetzt guckst du. Und jetzt mit dem. Hä? Und now? Muss das nach rechts schieben, oder? Oh, jetzt können wir schon mal Pause machen. Weil jetzt kommt der schon. Und jetzt? Kann ich da wieder runter, oder? Jetzt kommt der, ich kann nicht mehr.
anderen auch noch. Rennt der jetzt oben rum? Ah, jetzt kommt er da runter. Jetzt ist er da runter, oder? Bis ich mich lang um... Ja, ich hab's einmal schon verschoben. Jetzt kommt er da runter. Ah! Alter, musst du jetzt im Ringelpiez mit anfassen. Zickzacke, zickezacke, heu. Kommt er jetzt da rauf? Ich kann nicht mehr. Wenn ich das jetzt schaff, mache ich dann... Mag ich nicht mehr. Dann mag ich... Jetzt kommt er wieder runter. Und ich muss das... noch einmal rüberschieben. Jetzt kommt er wieder runter. Wo ist er denn? Du, wo ist er? Wo ist er? Ah, jetzt kommt er da. Aha. Wisst ihr, jetzt haben wir... Aha, eins fehlt noch. Wenn ich das jetzt schaffe, dann mag ich nicht mehr. Da müssen wir aber speichern, Freunde. Sollte ich das schaffen, muss ich speichern. Oh, jetzt kommen wir wieder. Ah, ja, hey, ich habe die Technik raus hier, oder wie? Bin ich blöd? Die anderen kommen auch nicht. Hey, ich habe die Technik. Komm her, du Idiot. Kommst du? Jetzt kommen wir da rauf. Jetzt geh. Ah, schau her, ich eins noch schieben und dann speichere ich aber. Komm her. Das machen wir nicht nochmal. Das mache ich nicht nochmal. Speichert der das dann von seinem. Jetzt kommt er von da. Kommt er von da? Nee. Kommt er von da? Ich habe die drei Dinger verschiebt, jetzt gehe ich aber zum Speichern. Aber da ist der Licker. Nee, kann man unten auch speichern. Warte. Wo ist denn der Marvin? Ach, der rennt an das Ding rum. Und da drüben ist der Licker. Oh, komm. Oh, komm. Oh, nee, dann speichern wir. Können wir da nicht speichern. Jetzt rennt er oben rum. Oh, komm. Ich muss speichern. Ich muss speichern. Jetzt kann ich nicht mehr speichern. Oder wie? Nee. Ah! Ach, die Schande. Jetzt kommt er da rein. Ja, gespeichert haben wir. Jetzt komme ich da nicht. Ah, nee! Jetzt muss ich wieder. Kann ich nicht mehr. Ja, jetzt bin ich ein bisschen am Abend hier. Komm her. Kann ich da noch mal speichern? Da kommt jetzt der Licker, oh weia. Das macht nicht mehr. Ah, da ist der Kollege. Oh nee. Ah. Da ist der Kollege. Ich bin da so saublöd. Ich kann nicht mehr. Jetzt mache ich nicht. Ich hätte zwar da vorne schon gespeichert. Jetzt speichere ich hier nochmal anders. Warte. Jetzt bin ich aber schon ungesund. Und warte. Wie viel Heilkräuter habe ich denn noch? Sollen wir hier nochmal speichern? Da kommt aber der andere wieder raus. Pass auf, wacht. Nee, warte. Ich müsste, warte, wenn ich, ich lade jetzt nochmal das da. Was haben wir denn jetzt? Auto. 1751. Standard. Das war das im 1751. Das war vorhin, oder? Vor zwei Minuten kann es sein. Ich müsste, da waren wir in der Haupthalle, oder? Da war ich aber noch gesund, oder? Jetzt müssen wir oben rum weiter. Warte. Jetzt ist nicht speichern.
Jetzt müssen wir um auch. Ich bin noch gesund. Ah, ich bin gesund. Na gut. Lassen wir es mal so. Jetzt müsste ich in der oben rauf. Im Uhrturm müssen wir angeblich auch sicher, glaube ich, oder? Da oben rum rüber, oder? Und jetzt da oben rum, ich kann nicht mehr. Wenn man das macht, ist auch Pause, gell? Kann ich da oben rum rüber und dann? Hä? Warte. Ist ein bla Schreibmaschine. Wichtig ist da alle drei Regale, genau. Dadurch bilden sich auf der Oberseite, genau über die ihr im oberen Teil der Bibliothek hinweg auf die andere Seite laufen könnt. Über die dortige Tür gelangt ihr nun auf die Empore. Über die Tür, oder wie? Muss ich dann also darüber und dann da raus? Wie komme ich hin? Ach, da, warte, da. Da jetzt, oder wie? Da rechts raus und dann da rein, oder? Warte. Über die dortige. Nee, aber da, ich muss ja darüber, oder? Auf die Empore im dritten Stockwerk. Jetzt bin ich im dritten Stockwerk. Ich komme oberhalb des Foyers. Ach so, ich muss tatsächlich da raus. Und dann da rein. Ach so. Ja. Ah. Hä? Ach, ich muss jetzt darauf, oder? Ich kann nicht mehr. Ach, da jetzt. Ach so. Bin ich blöd. Ja. Da im Uhrturm müssen wir angeblich. Ach so, jetzt da raus. Komm her. Und jetzt. Ach, da. Und da rein. Und da rein. Und da hinten ist hoffentlich nichts mehr. Und da rein, oder? Und da ist man angeblich sicher. Und da jetzt rein. Ah, komm her. Ach, bitte. Hier bin ich jetzt sicher. Grünes, das sagt er aber früh. Speichern. Da muss ich jetzt bin ich, hier bin ich sicher, oder, Freunde? Und jetzt müssen wir aber hinten noch den Ding finden. Den Kaktel. Oh, kommt der da rein? Den Wackelkopf, komm her, der soll da hinten sein. Warte, hoffentlich kommt da jetzt einer. Da hinten ist eigentlich der Wackelkopf. Da ist er, ich kann nicht mehr. Da war der Wackelkopf. Da ist sonst nichts mehr. Hier bin ich jetzt sicher, oder? Das ist kein Kraut. Aha. Okay. Macht der da Auto speichern? Sorte. Draußen ist noch ein grünes Kraut. Getriebe. Also ich muss das Zahnrad einsetzen, das wir ja vorher schon geholt haben, schlauerweise, und dann den Hebel drücken, oder? Großes Zahnrad. Außerdem hier ein blaues Kraut da hinten, oder? Etwas Hündenmunition. Wo? Achso, nee, im Lager am Ost. Der Uhrturm zählt zu den wenigen sicheren Häfen in Dresden. Also hier sind wir sicher. Warte, und was steht denn da? Im weitestmöglichen Sinne, denn wirklich nackiges Angelegenheit hier nicht. Euer Ziel, die schreiben einen Mist. Euer Ziel ist es, an den Karton innerhalb des Gockenkäfigs zu gelangen, um dies zu bewerkstelligen. Meine Gott, die schreiben. Entschuldigung, müsst ihr den Metallkoloss irgendwie in Schwing bringen und das ist leichter als. Komm, schrag's halt einfach. Setzt das große Zahnrad in das Getriebe ein. Dadurch lässt ihr von oben eine Treppe herab. Also.
Uhrturm, schon kann ich ein zweites Elektronikteil erhalten. Nehmt das große Zahnrad sofort wieder aus der Verankerung. Also setzt das große Zahnrad in das. Vordere Entschuldigung, wo bin ich denn jetzt? Ja, ein bisschen dunkel hier. Kann nicht mehr. Ich mag nicht mehr, ich stehe falsch rum. Also, jetzt warte, da sind wir reingekommen. Da ist. Entschuldige, ich schaue nochmal, da ist sonst nichts, gell? Kann nicht mehr. Wir müssen da vorne das Zahnrad einsetzen. Oder? Da müssen wir das Zahnrad. Setzt das große Zahnrad in das vordere Getriebe auf der rechten Seite ein, neben dem kleinen Holztischchen. Getriebe. Und das ist noch ein Getriebe. Dadurch lasst ihr von oben eine Treppe herab. Das ist ja. Ha, ich habe das Zahnrad nicht, ich gar nicht mehr. Aber ich Hirn. Ich habe das gebunkert. Ich bin schon wieder untot. Rennt der da draußen noch rum? Da ist ein grünes Kraut. Ah, komm. Jetzt kriege ich hier die Flöhe. Ist da hinten nichts? Ah, Mist, ich muss die. Aber abschießen. Nicht, jetzt kommt der. Da, jetzt kommt der Idiot. Komme ich da hinten nicht mehr raus? Jetzt kommt der nächste, jetzt bin ich tot. Ach komm. Bin ich tot hier. Ich muss jetzt zum Drecksspei, zu meiner Dreckslagerkiste. Da war der Wackelkopf. Ich kenne mich nicht aus. Ich muss zu einer Dreckswackelkiste. Ich kann nicht mehr. Am besten nicht mehr im Dunkelraum, weil da unten rennt der Licker rum. Da unten rennt noch einer rum. Und ich bin ungesund. Kann nicht mehr. Ach komm. Ich brauche das Drecksaunrad. Wie spät haben wir es denn? Oh, ich muss Pause machen. Jetzt nehmen wir. Das schaffen wir noch, oder? Komm, nicht so. Braucht das Dreckszahnrad. Sonst brauche ich nichts, oder? Warte. Nimmt das kleine Zahnrad aus dem Ziffer. Also ich brauche hier nur das große Zahnrad. Kann ich jetzt hier speichern? Machen wir mal das da. So, jetzt muss ich wieder rauf. Jetzt haben wir das Dreckszahnrad. Muss ich wieder rauf durch die Bibliothek? Was kommt denn hier? Warte, der ein bisschen schneller. Das machen wir jetzt noch schnell. Bis in die Bibliothek. Ha? Warte, nee, ich muss da oben rum. Den brauchen wir nicht mehr, oder?
Waren wir den Wagen hier noch nie, glaube ich. Ja. Jetzt kommen die anderen zwei Zombies wieder. Ah, nee. Hey. Nee, jetzt bin ich tot. Ach komm. Ach komm, jetzt bin ich im Arsch. Ja gut, wir haben aber gespeichert. Jetzt rennt der da oben rum, komm. Wieso rennt der? Hat der nicht schnell die anderen, hat der schnell doch die anderen kaputt gemacht. Hat der schnell noch. Jetzt rein da, komm her. Oh komm. Warnung. So, jetzt machen wir Pause. Also tschüss, bis gleich. Also ich schalte aus wieder und wieder ein, gell? Tschüss, bis gleich.